Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, und ich bin hier ein Elder, weil ich mir etwas getan habe, was ich was mich gerade ärgert, denn ich habe nämlich schon zwei Folgen aufgenommen. Ich brauche nämlich zwei Folgen ganz dringend und die Aufnahme ist offensichtlich abgekackt, und zwar eine Sekunde, nachdem ich sie gestartet habe. Muss ich jetzt mal drauf achten, dass das nicht nochmal passiert. Kann natürlich sein, dass ich fehlerhaft mal den Knopf aus Versehen doppelt gedrückt habe oder sowas in der Art. Entsprechend sind euch zwei Folgen jetzt flöten gegangen. In der einen habe ich irgendwelchen Scheiß gequatscht, in der zweiten auch. Insofern ist das nicht so wild. Ansonsten haben wir 73%, weil ich noch ein bisschen vorangekommen bin. Und bin dann nach Elde, denn wie gesagt, der neue Fiesta-Patch ist ja drauf. Und Fiesta wird 9 Jahre alt. Ganze 9 Jahre alt. Uralt wird Fiesta. Da wurde zum einen hier, wie man sieht, wurden die Städte Elde, Rumen und Uru ein bisschen festlich geschmückt. Und zum anderen gibt es hier den Zyklonenhügel. Das wird wahrscheinlich die neue Karte sein, die für Events gedacht ist. Nehme ich mal ganz stark an. Hey ho, ich bin Megaming und heiße euch willkommen zu meinem Mega-Event. Ihr seid doch alle bereit für mega viel Spaß? Ja, vermutlich. Also ich gehe mal davon aus, dass die Karte einfach nur leer ist. Und dass das hier wirklich die spezielle Eventkarte ist, die eingeführt werden soll. Es gibt auch eine neue KQ, ist aber momentan keine am Start, wie es aussieht. Also eine neue Event-KQ sozusagen. Und natürlich irgendwo gibt es auch eine neue Event-Quest, die man machen kann, um Münzen zu sammeln oder was auch immer. Und da würde ich gerne natürlich auch gerne mal reingucken. Deswegen bin ich jetzt halt heute einfach mal hier. Und zwar, eigentlich wäre das übermorgen gewesen. Ja, ich ärgere mich voll, zumal ich ja eigentlich gar keine richtige Zeit habe, hier die Aufnahme zu wiederholen, aber ich kann euch ja auch nicht im Regen stehen lassen, nur weil ich wahrscheinlich irgendwas verpeilt habe, was anderes kann es nicht sein. So, ich laufe jetzt trotzdem mal hier hoch, ich bin neugierig, was ihr oben im Zyklonenhügel so findet, und dann sehen wir weiter. Warte, gab es das Haus im normalen Zyklonenhügel auch schon? Voll anders aus. Kam ich daher? Cool. Okay, das kann natürlich sein, dass das alles schon da war. Wie gesagt, die Karte ist ja relativ hier Bienchenkarte und so. Oder eben Schleimkarte. Aber, wie gesagt, ich habe mir noch nie, weil ich halt noch nie so leer war hier, habe mir noch nie den Rest hier oben angeguckt. Muss ich zugeben. Da hatte ich immer andere Sachen im Kopf. So, mal gucken, gibt es hier oben ein Portal raus? Nee, habe ich mir fast gedacht. Mal gucken, geht hier eine Rumenrolle? Ja, das geht. Dann gehen wir mal nach Rumen, denn Rumen hat sich natürlich auch ein bisschen verändert. Hier Pinata, Geburtstagstorte, hast du nicht gesehen? Finde ich toll. Kann man hier an der Torte eigentlich auch tanzen? Nur mal testhalber. Weil beim Weihnachtsbaum geht's ja. Die Torte bringt nichts. Schade. Hätte ja sein können. Stand natürlich auch nichts drin, aber weil die hier alle drumherum stehen, dachte ich mir, ja, kannst du mal gucken. Hey Robin, was meinst du? So. Okay, ich will trotzdem mal gucken, wo man die Geburtstagsquest kriegt. Das heißt, wir gehen mal hier hin, auf verfügbar und ganz runter. Geburtstagstorte Level 80 bis 125 finden wir bei Stadtmeisterin Adrian in Uruga. Das heißt, unser nächster Abstecher geht einfach mal nach Uruga. Uruga, Uruga. Und dann gucken wir uns mal die Geburtstagsquest an. Ich bin schon, oh fuck. Ey du, Leben noch frisch? Ich denke schon. Ihr könnt mir ja mal sagen, was das hier für ein Mob ist, weil der sagt mir gerade gar nichts. Den habe ich offensichtlich noch nicht gesehen. Oh, natürlich die üblichen Lecks in Uru. Wobei hier recht wenig Shops sind, aber gut, ist auch relativ früh am Morgen. Ich hoffe mal, hier hinten sind noch ein paar. Ich hoffe mal, dass... neun Jahre ist Fiesta alt. Also man muss sagen, natürlich ist viel weniger los als früher auf den Servern. Das sollte ja klar sein. Allerdings muss man sagen, welches Spiel, was schlecht ist, oder welches Spiel allgemein hält denn schon 9 Jahre durch. Es gibt so wenige Games, die einfach wirklich 9 Jahre lang wirklich, sagen wir mal, online überleben. Ich meine jetzt wirklich online. Offline natürlich gibt es da alte Klassiker, die gerne gespielt werden. Aber wie gesagt, ab 9 Jahren... Das Zeug wird dann schon als Klassiker gewählt. Ich meine, wir haben 2017 und wie gesagt, 2008 oder sowas ging das hier los. Und
Finde ich schon cool, dass Fiesta so lange überlebt hat. Weil, wie gesagt, ich finde es ein schönes Spiel und offensichtlich dann auch andere. Andere Spiele wären schon längst, die Server abgeschalten wurden. Hätte man schon längst gesagt, ja, komm, okay, wir können kein Geld mehr damit verdienen, wird abgeschalten. Ist in dem Fall nicht der Fall. Finde ich gut. So, ich will aber mal die Quest annehmen. Holzen, ich brauche deine Hilfe. Beruhig dich erstmal. Was ist denn los? Ich möchte eine bessere Torte als Wachkapitän Schutian machen, aber meine Torten schmecken wie Kohle. Ich gebe es auf, selbst zu versuchen. Ach, und Heilerin Puring hat mir vorgeschlagen zu helfen. Aber ihr fehlen einige Zutaten für die gewässerte Geburtstagstorte. Kuchen, Torten, Kekse, ich liebe Süßes. Kann ich dir weiterhelfen? Bitte rette das Geburtstagsfest, bring Heilerin Puring einen leckeren Honig, dunkle Kakaobohnen und Vanilleschoten. Egal ob Schmalz oder Salz, ich helfe dir. 40 oder mehr Quest, du, nein! Können nicht angenommen werden. Weißt du was, dann gehen wir mal ganz kurz hier ins... Quatsch, ins Questlog will ich rein, so. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo was haben, was wir ja mal kurz aufgeben können. Malle wäre eine Idee. Ecklack kenne ich gerade gar nicht. Böse Plakette. Geheimnisvolle Kräuter. Achso, das ist die Kräuterquest. Ja, ich erinnere mich. Steinfragmente, wilde Affen. Im Notfall gebe ich mal Malle auf. Oder mal die geheimnisvollen Kräuter. Sollte ich die in den nächsten Dingens wiederkriegen, kann ich die ja wieder annehmen. In der nächsten. Ja, im nächsten Level. Und wenn nicht, na ja, gut, dann hätte ich sie wahrscheinlich. Ja, sorry, Leute, musste mal niesen. Ja, dann hätte ich sie wahrscheinlich eh nicht angenommen. So, Bolzen, ich brauche deine Hilfe. Jo, beruhig dich erstmal. Was denn los? Ja, ja, ich habe das doch alles schon gelesen. Gib mir mal hier wieder die Quest, ja. So. Die Mumie, die gibt wahrscheinlich auch gerade ab. Oder Mommy. Weiß nicht, wie du ausgesprochen wirst. Nettes Kleidchen hat sie an. So, jetzt muss ich nur mal gucken, was macht denn die Geburtstagsquest? Was sind da zu tun? Ja, da. Leckere Torte, sprich mit ihr. Ja, wo kriege ich das her? Droppt das so nebenbei? Das kann natürlich sein, dass das so einfach bei den Mipsen droppt. Oder muss ich da irgendwas sammeln? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Kann ja mal, Blackrock. Auch ein cooler Name. Schwarzer Fels. Kann ja mal kurz testhalber unten ein paar Sachen aufmachen. Und dann sehen wir weiter. Aber, ja, sonst weiß ich auch nicht, wo man Honig herbekommt und das ganze Theater. Ihr könnt es mir ja mal in die Comments schreiben, denn ich habe keinen blassen Dunst. Wie immer, wenn ich irgendwas habe. Honig, vielleicht von einem Honigbaum. Ne, da gibt es noch Harz. Das sammle ich jetzt nicht ein. Pilze. Oh, Kakaobohnen. Ah, gut geraten, offenbar. Also Kakao kriege ich schon mal hier. In den Wäldern oder in den im Gemüse drin, das ist gut. Lülülülülü, dann gehen wir mal hier hinter. Da schon mal nicht. Also in den Pilzen offenbar auch nicht. Honig vielleicht dann in den Kräutern. Da gibt es Ramdier, das nehme ich aber mit. Und vielleicht auch die gefährlichen Giftpilze, weil wie gesagt, ich muss mir ja eh neue Dingens machen. Rollen. So. Und hier. Das war Basilikum, das wollte ich nicht haben. Verdammt. Duftender Pilz will ich auch nicht. Bim, bim, bim. Gefährlicher. Okay. Na, komm. Ramsi, okay. Ja, ich würde mal sagen, dann da hinten ist noch ein Bäumchen. Dann holen wir uns das Bäumchen. So. Und dann gucken wir mal an eine andere Stelle und machen erstmal diese Quest fertig. Ich denke mal, das ist eine coole Idee. Endlich mal wieder eine andere Quest, eine Event-Quest. Da kann ich auch, brauche ich auch kein schlechtes Gewissen haben, dass ich die, wenn ich aufhebe. Oh, Vanilleschote. Huhu, beinahe. So, 2 von 5 auch da schon. Kakaobohnen noch einmal. So. Und dann gehen wir mal hinten in die Ecke. Beziehungsweise ich nehme noch die Kräuter mit und Pilze und was ich alles finde. Weil ich nicht weiß, ist das jetzt alles in den Bäumen? Nein, das kann offenbar überall rauskommen. Alles klar. Ich verstehe. Wahrscheinlich auch der Honig, dass der überall rauskommen kann. Was einen Vorteil hat, dann kann ich direkt mal ein bisschen sammeln. Das schadet nicht. Sammeln fetzt. Die Dei. Wir müssen nur ordentlich Sammelei machen und so. Wobei die Wahrscheinlichkeit offenbar höher ist, in den Bäumen was zu bekommen. Turm, ja, haut hier irgendwas. Oder auch nicht. Kakaobohnen. Die haben wir damit fast voll. Also 6 von 10 zumindest. Das Teil hier. Bup, bup. So.
Boing. Tom hat welches Level eigentlich? War relativ klein. Ne, Tom. Achso, ne, Tom. Wer war denn das? Ne, die hieß anders, ne? Gefährliche Giftpilz. Ramsia. Dip. Also, hallo erstmal, Tom. So. Ich hoffe, du hast hier nicht dasselbe vor, Zeugs zu sammeln, weil dann gehe ich an einen anderen Ort. Musst du mir mal schreibseln. Wenn das so sein sollte. Normalerweise würde sich schon mehr melden, hoffe ich. Hup. Nö. Hätte nicht gedacht, dass ich dich hier treffe. Mach die Event Quest mal nebenbei. So. Was muss, das muss. So, okay, er scheint auch wirklich nicht böse zu sein, dass ich ihm hier die Quests wegnehme. Das finde ich sehr gut. Liebe Grüße an den lieben Tom. Cooler Name übrigens, auch wenn ich Tom, also ich nehme an, du heißt Tom und wirst oft genug Tom gerufen. Mache ich mit meinem Jäger. Ja, ich auch. So. Ganz offensichtlich. So, na komm. Und? Und hier? Na, gefährlicher Giftpilz, den nehmen wir mit. So, hier hinten haben wir noch was. Pilze. Badum. Bekömmlicher und duftender brauchen wir alles beides nicht. So, Basilikum lassen wir da. Oh, da hinten sind noch Bäumchen. Ganz übersehen. Dann gehen wir da mal hin. Ich konnte dich, falls du noch was geschreibt hast, Tommy, ich konnte es nicht lesen, weil ich wahrscheinlich mal wieder zu weit weg war. So. Um. Okay, 10 von 10 Kakaobohnen. Ich weiß nicht, wie viele haben wir von dem anderen Zeugs. Mal kurz gucken. Vanilleschoten, Honig haben wir noch null. Also wir haben alles voll bis auf den Honig. Gut. Schade eigentlich. Aber den kriegt man eventuell von den Möpsen. Mal gucken. Wo bekommt man eigentlich den Honig her? So. Königspilzspuren, oh je, ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, mit der Niete wird es bald so weit. Da könnten wir uns öfters mal über den Weg laufen, Tom. Wobei natürlich nicht, weil du wahrscheinlich schneller levelst. Viel schneller als ich. Wenn ich nur eine Folge in effektiv pro Woche bringe, dann wird das nichts. Du hast da noch eine Spure liegen lassen. Von Blumen. Oh. Okay, danke. So, Blumen. Na gut, dann gehen wir Blumen sammeln. Sehr schön, super Tipp. Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass es die Dinger ja auch noch gibt. Ja, dann müssen wir nur mal gucken, wo kriege ich denn jetzt Blumen her? Das Blumenfeld in Rumen gibt es ja nicht mehr. Die Blumen in Rumen. Dass die doof ist. Weil die Blumen in Rumen, die habe ich toll gemacht. So, auf jeden Fall, Tom, du hast mir sehr, sehr, sehr weitergeholfen. Oder Tom, ja, wie auch immer du ausgesprochen werden willst. Du hast mir sehr, sehr weitergeholfen. Super Sache. Ich gehe mal ich weiß gar nicht, wo ich hingehe. Verflixt. Wo gibt's denn Blumen? Ja, also es gibt überall Blumen, aber wo gibt's vernünftig viele? Ich glaube, ich gehe mal in die kleineren Gebiete. Das heißt, wir fangen bei Rumen an. Denn da werden wir jetzt nichts finden. Das ist schon klar. Aber ja, wir werden sehen. Wir werden es schon irgendwo hinbekommen. Ich freue mich. Und wenn wir es dann einmal haben, dann sollte es kein Problem sein. Vielleicht mache ich die Quest auch öfters, dass ich wirklich mir mal ein bisschen was an Münzen verdiene, die ich irgendwo einlösen kann. Muss ich aber auch nochmal gucken, wo. Aber da wird mir schon was einfallen. So, Wald der Gezeiten. Ja, könnte sein, dass hier ein oder zwei Blümchen stehen. Mal schauen. So. Ja, hier, also Blümchen. Schön. Blümchen. Hopp. Honig. Sehr schön. 2 von 10. Ja, scheint auch ein bisschen besser zu droppen, das ist gut. Weil Blumen sammelst ja nicht so viele. Lalalalalala, Alraunen, Mandraken. Übrigens neue Mobs, ne? Das sind neue Mobs, die gab es ja ganz, ganz früher nicht. Also jetzt sind sie nicht mehr nur so neu, aber die Vögelchen sind cool. Mal. Fliegen auch weg. Fein.
So, aber ja, wie gesagt, ich finde es toll, auch mal wieder hier in solchen Gebieten rumzugucken. Die kleineren, wie gesagt, in den Streams kommen wir ja sowieso hier um die, in der Gegend mit, oder sind wir sowieso mit in der Gegend, oder nicht mehr eigentlich fast, wir sind ja schon Level 30, wir sind schon im Mondscheingrab gelandet. Streams werden auch bei Gelegenheit mal wieder notwendig werden, aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich es nächste Woche hinbekomme. Diese Woche wird es definitiv nichts, weil, ja, ihr wisst ja, ich muss arbeiten, aber nächste Woche vielleicht. So, apropos arbeiten, ich muss jetzt auch die Folge beenden, ich kann nicht so viel unnötig länger machen, denn ich bin schon sehr spät dran, dadurch, dass ich das zweimal aufnehmen muss. Leute, ich muss noch eine machen. Leute, bis zum nächsten Mal, bis denne. Tschüss!